E-Jugendkicker aus ganz Mecklenburg-Vorpommern haben am 25. Juni um den Wanderpokal der Stadtwerke Rostock AG gekämpft. Die Organisation hatte die Nachwuchsakademie des FC Hansa Rostock übernommen. Das Turnier findet seit 2009 jährlich statt. Die Austragungsorte wechseln. In diesem Jahr war der Kröpeliner SV Gastgeber. Als die FC Hansa Nachwuchsakademie vor 8 Jahren gegründet wurde, waren wir sehr schnell dabei und sind als Hauptpartner, Hauptsponsor eingestiegen. Diese Partnerschaft ist sehr erfolgreich bis heute. Und eines dieser Ideen damals war, so ein Nachwuchsturnier durchzuführen in der Region mit diesen Kindermannschaften. Und das ist einfach eine Erfolgsgeschichte. Wir haben überhaupt gar keine Probleme, das Turnier voll zu bekommen. Wir haben jetzt seit 3 Jahren unter meiner Federführung letztendlich haben wir jetzt also diesen Pokal letztendlich durchgeführt für die Stadtwerke mit Unterstützung des FC Hansa Rostock für Mannschaften aus Rostock, aus MV, und wir haben hier ein tolles Teilnehmerfeld mit 12 Teams, die aus unserem Bundesland dann antreten heute um den großen Wanderpokal. Auch abseits des Fußballplatzes war mit Hüpfburgen, Torwandschießen und vielen Überraschungen für Spaß gesorgt. Doch im Vordergrund stand für die 10- bis 11-jährigen Kicker das Fußballspielen. Die Mannschaften traten zunächst in 2 Vorgruppen gegeneinander an, darunter auch 2 Teams des gastgebenden Kröpeliner SV. Den Sieg und damit den Wanderpokal konnte sich schließlich der FSV Kritzmo holen. Das ist schlimm.